Ende. Nicht, ne? Au! Idiot! Das geht gar nicht, mir hinter meinem Rücken ein Praktikum zu besorgen. Das könnt ihr vergessen. Gut für dich sein. Wir schicken ihn nicht in den Krieg. Wir schicken ihn nur zur eigenen Familie. Was ist denn der Unterschied? Und wo soll ich schlafen? Bei deinem Cousin. Rocco? Tach. Tach. Ich bin's, Ole. Ich bin's, Rocco. Stell sofort die Tasse wieder hin. Die ist von Mama. Die Erdbeeren schmecken da nicht. Kriegst du immer einen Helm? Fühlst du dich so sicher? Ich habe noch nie auf der Rückbank eines Autos rumgemacht. Sollten wir uns eh noch besser kennenlernen? Hallo, ich bin Fritzi. Hallo. Ole. Du hast keinen blassen Schimmer, was du dich da einlässt, oder? Ist jetzt Rocky der große Hellseher oder was? Nee, ich bin Rocco. Und wer sowas ist wie ein großer Bruder für sie. Und du bist Ole, wenn sowas ist wie ein Quickie für sie. Ich weiß echt nicht, was du willst. Ole, entspann dich. Ich bin entspannt. Mach nochmal die Augen zu. Ich verstehe dich immer manchmal nicht. Weil einerseits küsst du mich und dann wieder nicht. Wenn es dir wehtut, dann geh besser. Sag dir schon, wenn es wehtut. Ich lauf die Straßen auf dein Arm. Wollte ich nicht. Wir brauchen deine Hilfe. Wird sie ja fremd geknuscht. Okay, aber ich mach das nur für Ole. Nur weil Ihnen Schwule Angst machen, müssen Sie ihn nicht so behandeln. Schwule machen mir keine Angst, okay? Mein Sohn hat mir alles erzählt. Dass er Gefühle für Sie hat, dass er sich womöglich in Sie... Ich spüre einfach nichts.